So, guten Tag allesamt. Hallo Leute, ich bin's wieder mit dem neuen PC. Jetzt geht alles sehr, sehr flüssig und die Sichtweite ist auch sehr groß. Möchte ich euch kurz zeigen. Und heute kommt vielleicht nochmals kurz ein Testvideo über GTA 5, wenn GTA 5 runtergeladen ist. Ist nämlich momentan bei 28% und habe es ungefähr seit einer Stunde Ding. Also es geht viel schneller als am 14. April zum Runterladen. Oder am 7. April, glaube ich, war es. Und ja, ich will kurz zeigen, was ich so für ein System habe. Ich werde es unten in die Videobeschreibung nochmals schreiben, aber ich sage es euch jetzt kurz. Also zuerst mal habe ich Windows 8.1 64-Bit Version, Build 9600. Dann ist es ein Hewlett-Packard, das sind der vorherige PC ist schon von denen gewesen, die gibt es in der Schweiz einfach sehr gut und sind sehr leistungsstark, leise und sie sehen schön aus. Systemmodell ist das 810-490NZ. Die BIOS ist 80.04, weiß jetzt nicht genau, ob das gut ist. Aber dann kommt der Prozessor mit Intel Air Core TM i7-4790 CPU mit 8x3.60 GHz, also 3,6 GHz. Da werde ich natürlich noch hochstellen, weil so andere bessere Komplett-PCs gab es nicht. Der Speicher ist 32.768, also 32 GB RAM. DirectX-Version ist DirectX 11. Die Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce GTX 980. Da müsst ihr schauen, es gibt eine GeForce 980 GTX, das ist die alte, aber die GeForce GTX 980, das ist die neue. Und die hat Gesamtspeicher von 20.308 MB. Das ist also, das ist 10-mal so gut wie mein alter PC. 10-mal. Ja, und der Monitor ist ein Logitech. Steht leider nicht, was für eine Version. Aber es ist ein Monitor, der gekrümmt ist. Also so eine Form von den Seiten nach vorne, so ein runder Bildschirm und 27 Zoll und bevor ich dann einen 4K Monitor mir leisten kann, habe ich jetzt den genommen. Das ist der beste, schnellste und hat auch die neuesten, ja, was soll die Bildschirme haben, so diese Leistungen und so. Also richtig toll, richtig genial und schaut mal, wie das flüssig geht. Das geht einfach nur riesig flüssig. Mit der Sichtweite muss ich noch kurz anpassen. Da weiß ich jetzt nicht genau, was ich alles ein- und ausstellen soll. Performance. Mache ich mal Fast Map. Chunk Updates hoch. Und da habe ich immer noch 300 FPS. Also wahrscheinlich zu gut für Minecraft. Nein, zu gut nicht, aber es ist einfach wahnsinnig gut. Also ja, jetzt muss ich nur noch die kleinen Junk-Fehler rausbekommen. Und ja, da gebe ich noch eine Ankündigung. Ich werde hier auf dem Server ein Let's Play anfangen, wo auch andere Let's Player dann mitmachen dürfen, kein Problem. Und dieses Let's Play befindet sich dann auf der Zukunftswelt, das ist, wird ein Zukunft Let's Play und deshalb, weil es eine richtig coole Welt später geben wird, da müssen wir nämlich die Welt noch ein bisschen anpassen, sie mal so machen, dass sie immer dunkel ist und unten natürlich nichts ist, weil es eine Weltallwelt gibt mit Planeten und so weiter und ja, richtig cool wird. Und ich mache hier hinten mache ich ein Schloss oder so etwas. Genau hier habe ich meine Kisten. Und
Das werde ich aber nicht im Let's Play zeigen, sondern bei der zweiten großen Ankündigung. Ich werde auch livestreamen und hier dürft ihr dann mit mir bauen im Livestream und bekommt dann immer wieder das Passwort, wo ihr dann drauf bauen könnt und so. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das jetzt mit Welcome machen soll, aber ja, ich muss euch wahrscheinlich hinzufügen dann. Jo, und hier gibt es recht viel schönen Platz. Hier oben wahrscheinlich eine Burg oder so etwas. Und ich dachte, wir machen hier unten dann eine Stadt. Da dürft ihr eben mitbauen. Hier schön auf diesem großen Areal. Da werde ich euch natürlich auch helfen mit World Edit und so weiter. Mal schauen. Ja, und ein zweiter kommt jetzt online. Gut. Ja, es kommen wieder öfters Leute auf dem Server. Das ist wirklich super. Dankeschön dafür. Ich hoffe, es wird noch besser natürlich. Und wenn die ersten richtigen Let's Player kommen, dann wird es richtig viel Spaß machen hier auf dem Server. Und dafür machen wir auch sehr viel. Also je mehr Leute da auf dem Server sind, desto besser wird der Server auch sein. Ja, schreib auch mal Hallo. Das ist ein Let's Player. Ich hoffe, er kann aufnehmen. Aber wenn er Minecraft Let's Player heißt, dann sollte es auch klar sein. Ja, also ich danke euch für das erste neuen PC Video. Und eben ab jetzt richtig gute Qualität bei Minecraft, bei GTA 5 und bei anderen Spielen. Und wenn ich dann ein gutes Aufnahmeprogramm habe, natürlich auch noch viel bessere. Und da will ja jemand Bewohner werden. Das dürft ihr natürlich, sobald ihr dann drauf seid. Und der Server wird gerade neu gestartet. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt wird dich rausgekickt. Okay. Dann war's das mit dem ersten Video. Und eben das Let's Play startet dann sicher bald. Und ja. Also, Dankeschön fürs Schauen. Und wenn ihr interessiert seid, schreibt es unten in die Kommentare. Oder ihr könnt es natürlich auch mit einer Nachricht, privaten Nachricht hier bei YouTube schicken oder sonst irgendwo auf dem Server sagen. Und eben, ich freue mich riesig, also das läuft so flüssig, ich habe 300 FPS und alle Grafikoptionen auf Maximum. Das ist einfach genial. 24 Far habe ich hier in der Sichtweite. Das könnte ich noch hochstellen. Die Bildrate wieder hochstellen. Nein, ich lasse jetzt mal auf 120 FPS. Also es ist einfach genial. Hier ist alles an. Anti-Aliasing habe ich jetzt mal auf 8 gestellt. Sonst stürzt noch Minecraft ab. Hier eben alles an. Hier alles an. Und hier habe ich zum Beispiel Wetter aus, weil Wetter nur nervt. Könnte ich auf anmachen, aber je nachdem. Ah, das ist Lightloader hier. Okay. Also, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss, Leute.